Es gibt aber noch viele andere Menschen, die uns KünstlerInnen hinter den Kulissen unterstützen und die man auch gar nicht so sieht, weil das alles hinterm Scheinwerferlicht passiert. Aber ohne die können wir unsere Arbeit eigentlich auch gar nicht machen und deswegen ist es jetzt auch nochmal an der Zeit, da ordentlich Danke zu sagen, und dafür ist das nächste Lied. Ich sitze heute beim Augenarzt, der macht so ein Gesicht. Das sieht aber nicht gut aus, so jedet aber nicht. Wir müssen ihren Tränenkanal einmal fest durchspülen. Sie sollen sich doch heute mal so recht am Leben fühlen. Und er holt so eine Spritze raus und rammt sie mitten rein. Mir fällt dazu nicht viel mehr als ein lautes Aua ein. Doch er sagt mir, ich müsse jetzt mal völlig locker bleiben. Da könne ich doch wunderbar ein Lied darüber schreiben. Danke, 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 reicht eigentlich schon. Mein Freund sagt mir, er wüsste nicht, ob er mich noch liebt und ob es nicht da draußen noch was Besseres für ihn gibt. Zum Beispiel diese Svenja oder wie die immer heißt. Er würde gern mal schauen, ob er mit ihr etwas reißt. Er würde dann mal packen, er wäre dann morgen weg. Ich soll mich bloß nicht grämen, es hat alles seinen Zweck. Für Künstler sei's doch prima, wenn man sie verschmäht. Liebeskummer boostet doch die Kreativität. Steht vorm Haus. Wir wollen hier sanieren, sie müssen leider raus. Ach, sie sind doch diese Sängerin, das trifft sich ja perfekt. Am besten werden Künstler von der Straße weg entdeckt. Danke, 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 ihr kümmert euch so rührend ums Künstlers Musenkuss. Doch ich hab grad ne leichten Musenküsse-Überschuss. Und ich trau mich's kaum zu sagen, es erfordert manchen Mut. Manchmal geht's mir auch ganz gerne einfach mal nur gut. Und ich sag, ich brauch ne Pause, ich fahr mal nach Hawaii. Dort fröne ich der lausigen Garnichtstuerei. Dort treff ich diesen Surfer, wir verlieben uns sofort und treiben wilde Dinge am Strand und auf dem Board. Ich gestehe ihm meine Liebe, er gesteht mir seine Frau und seine 7 Kinder in Freiburg und Frohnau. Er müsse jetzt 3 Koffer Koks am Zoll vorbei buxieren. Ich könnte ja gerne mitkommen und ihm dabei assistieren. Danke, 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 genug Inspiration. Mascha Botempa.